Willkommen zu Brand Damage. Mein Name ist Chris und ich hör doch mal, was ihr wollt, was ich doch mal höre. Ihr kennt das Format inzwischen und heute hören wir einfach mal in Swiss und die anderen. Der Rapper Swiss hat 2006 mit dem Hip-Hop angefangen und hat sich 2013 von dem Hip-Hop verabschiedet, um 2014 die Band Swiss und die anderen zu gründen. Die deutsche Punk-Rock-Band aus Hamburg hat bisher 2 EPs und 3 Alben veröffentlicht, ist momentan jetzt in diesem Augenblick vom Release dieses Videos auf Tour. Ich habe die sogar schon einmal mehr oder weniger live gesehen. Sie haben letztes Jahr auf dem Trailer Park Open Air gespielt. Da war ich allerdings an der Bar beschäftigt, während die gespielt haben. Ups. Und wir hören jetzt einfach mal rein. Und ich werde nicht die Lieder hören, die am ehesten vorgeschlagen werden, sondern die Lieder, die sich für mich am interessantesten anhören. Das erste Mal von Swiss habe ich übrigens gehört bei dem Punch-Arroganz-Track Kaputt von dem Mixtape Blinde Wut. Und das ist übrigens eines meiner Lieblingsalben überhaupt und hat mir gefallen. Und ich kann mich tatsächlich nicht wirklich an Swiss und die anderen, also ich habe mal reingehört, das ist aber schon länger her. Zum Beispiel ist der Top-Track Vermisse dich. Den werde ich mir nicht anhören. Der klingt mir zu schnulzig. Vielleicht kann der jetzt auch voll der Übertrack sein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ich mit dem Track Vermisse dich etwas Heftiges verpasst habe. Aber ich höre jetzt als ersten Track Fick dich. Fick dich höre ich als erstes an. Fick dich von Swiss und die anderen. Ich muss sagen, mir gefällt sehr diese Bassline am Anfang, die hat es mir sehr angetan. Ich muss sagen, es erinnert mich musikalisch sehr an SDP. Ich weiß nicht, ob das gewollt war oder ob das reiner Zufall ist, weil SDP einfach auch so ähnliche Musik machen, aber erinnert mich musikalisch an SDP ein bisschen, was natürlich nichts Schlechtes ist. Es erinnert mich an die guten Sachen von SDP. Nicht diese, wir bringen ein neues Album raus und die erste Chartveröffentlichung wird auf jeden Fall der typische Chart-Hit SDP. Und ganz kurz noch zu Swiss und die anderen, die haben auf Facebook ungefähr 41.000 Facebook-Likes, was eine ganze Menge ist, also die sind gerade ziemlich groß, würde ich sagen, beziehungsweise ziemlich am Kommen, beziehungsweise hatten die ihren Hype, glaube ich, eher so zu Randalieren für die Liebe, Missglückte Welt, so dazwischen, wenn ich das, da habe ich das erste Mal so richtig von denen gehört, während Missglückte Welt habe ich das erste Mal richtig von Swiss und die anderen gehört, also das taugt mir auf jeden Fall. Das Lied Fick dich, das taugt. Jetzt höre ich mal. Ach, ich will Morgenland nicht hören. Ich glaube, ich habe in Morgenland schon mal reingehört und es war so eine typische SDP-Chart-Nummer-Sache. Ich höre Pogo und danach 1999. Aber erst Pogo. Ich glaube, ich habe schon mal in Pogo reingehört, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Pogo von Swiss und die anderen, sau nice. Richtig fett. Ich finde es sau geil, so in der Strophe, so, ja, das ist scheiße hier. Mahnung in der Post, bla bla bla, scheiße. Und das ist in der Welt verkehrt und erstmal Pogo machen. Das ist so wie so diese Einstellung, ja, das ist scheiße, egal, erstmal saufen. So, das ist cool auf jeden Fall, nice. Und ja, das bei diesem Lied. Das ist so für mich, was ich bisher gehört habe, zwei, so das Lied. Es hört sich an wie ein Lied, das so das Lied von Swiss und die anderen sein könnte. Wisst ihr, wie ich meine? So dieses typische letzte Lied auf einem Konzert. Ist in meinen Augen Pogo. Auch wenn ich noch nicht viel gehört habe, ist das Lied in meinen Augen das Lied, das letzte Lied. Und da hätte ich richtig Bock, live da völlig zu eskalieren. Und denke mir so, fuck, warum habe ich die beim Trailer Park Open Air denn nicht aktiv angeschaut? So, dann hören wir jetzt noch einen Track an. Und zwar 1999.
und die anderen 1999 könnte genauso auf einem SDP-Album sein. 1:1. Klingt nach einem Lied, das so ein bisschen wirklich, wirklich in die Charts soll, um so ein bisschen größer zu werden, bekannter zu werden. Was überhaupt nicht negativ und verwerflich gemeint ist. Völlig verständlich, dass ein Musiker das machen will und es ist nicht schlecht, es ist ein gutes Lied. Ich sehe das jetzt wirklich nicht so, der macht es nur um Fame zu werden, so ein Lied, sondern ich sehe das wirklich als guten Song an und völlig verständlich, das zu machen. Ist ein guter Song. Und ja, Mann, 1999 war ein geiles Jahr. Da kann man absolut nichts dagegen sagen. Und ich feiere Swiss und die anderen. Und ich feiere die so sehr. Ich like die jetzt auf Facebook. So, jetzt ist das erste Mal, dass ich eine Band von Hör doch mal. So, Swiss und die anderen. Swiss und die anderen. So sehr hat mir das gefallen. Ist vielleicht, neben Lil Peep, war das mein Highlight von Hör doch mal. Also, danke für diesen Vorschlag. Hat mir so gefallen, dass ich sogar geliked habe. Heavy shit. Heavy, heavy shit. Aber, das war Hör doch mal für diese Woche. Unten in die Kommentare gerne Vorschläge. Wir haben so viele Vorschläge für Hör doch mal. So viele. Und es wird richtig heavy, das abzuarbeiten. Vielleicht mache ich mal eine Hör doch mal Week. Oder ein Hör doch mal Adventskalender Ende vom Jahr. Weil es ist wirklich, es sind über 2 DIN A4 Seiten voll. Mit Vorschlägen. Also als Liste. Nicht komplett voll, so als Liste. Aber das kriegen wir hin. Kriegen wir alles abgearbeitet. Wenn euch dieses Video gefallen hat, könnt ihr es gerne positiv bewerten. Diesen Kanal abonnieren für Hör doch mal, für Musiknews, für anderen grandiosen Scheiß. Mein Name ist Chris. Das Brain Damage. Ich plane ein witziges Video für nächsten Mittwoch. Seid gespannt.